Schließen Sie den Repeater an das Stromnetz an und warten Sie, bis die Wi-Fi-LED zu blinken beginnt. Öffnen Sie mit Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet den Internetbrowser und verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi-Repeater WLAN-Netzwerk. In Kürze erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie nach Ihrem Benutzernamen und Passwort gefragt werden. Der Benutzername ist Admin, das Passwort ist ebenfalls Admin. Klicken Sie nach der Eingabe dieser Daten auf Submit. Wählen Sie im nächsten Fenster Repeater aus und klicken Sie darauf. Bitte warten Sie, während der Repeater nach Netzwerken sucht. Dies kann bis zu 30 Sekunden dauern. In Kürze wird eine Liste mit allen verfügbaren WLAN-Netzwerken angezeigt. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie dann auf Apply. Nachdem der Fortschrittsbalken 100% erreicht hat oder das Fenster wie im Video einfach verschwindet, sehen Sie kurz darauf ein neues drahtloses Netzwerk, das denselben Namen wie Ihr normales WLAN-Netzwerk hat, aber mit dem Zusatz --ext. Um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden, geben Sie einfach Ihr WLAN-Passwort ein. Sie können Ihren Computer auch über ein Ethernet-Kabel mit dem Repeater verbinden. Wi-Fi Extra Boost ist jetzt einsatzbereit.